Ich freue mich sehr, dass ich euch endlich vorstellen kann. Sie hätte diesen Vortrag eigentlich schon zweimal halten sollen. Aus bekannten Gründen hat es da nicht stattgefunden. Aber jetzt hat es zum Glück geklappt, auch wenn es halt nur online ist. Anna Jessen ist am Bodensee geboren. Ihr Studium hat sie an der TU in München angefangen, hat dann gewechselt nach Zürich an die ETH mit einem Abstecher auch an die Harvard University in Boston. Danach hat sie in Basel gearbeitet, etwa 4 Jahre lang bei Diener und Diener Architekten. Das war so Mitte 90er bis Ende 90er Jahre. Und in 1999 hat sie dann das Büro Jessen Vollenweider zusammen mit Ingemar Vollenweider gegründet. Anna Jessen ist aber auch eine sehr vielschichtige Person. Sie hat diverse andere Sachen auch gemacht. Unter anderem war sie eine Zeit lang Assistentin an der TU in Dresden. Sie hat eine Professur gehabt an der TU in Darmstadt, etwa 7 Jahre lang. Und das ging bis etwa 2018. Und parallel hat sie das Konzept erarbeitet für die Architekturwerkstatt in St. Gallen, also quasi unsere konkurrierende Fachhochschule. Die leitet sie auch seit 2016 und hat aber auch seit 2018 den Lehrstuhl für Städtebau an der TU Dortmund übernommen, zusammen mit Ingemar Vollenweider. Und das Büro, die meisten von euch kennen das Büro, das ist auch sehr vielschichtig. In der ganzen Schweiz haben sie gebaut, zum Teil auch in Deutschland, und haben sich mit ganz unterschiedlichen Bauten beschäftigt, von Schulbauten, Büro- und Verwaltungsgebäude, zum Beispiel das Staatsarchiv in Frauenfeld, das ihr kennt, von 2011, oder auch städtebauliche Studien ist ein Thema. Zum Beispiel letztes Jahr haben sie eine Studie gewonnen, oder das war ein Studienauftrag, es wurde so weitere Bearbeitung empfohlen für das Volta Nord in Basel und dann natürlich Wohnungsbau. Und da kennt ihr die sehr schönen dunklen Wohnhäuser am Schaffhauser Rheinweg und ein anderes Wohngebäude, das sie uns heute vorstellen wird im Wettsteinquartier. Ich freue mich sehr, Anna, dass du endlich bei uns zu Gast bist und ich gebe dir sehr gerne das Wort. Annette, ganz herzlichen Dank für die schöne Einführung. Doch, es geht mit dem Schalten. Auch liebe Ursula, vielen Dank für die Einladung eigentlich vom letzten Semester. Da entschuldige ich mich nochmal, dass das da nicht klappen wollte. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass wenn ich an der großen FHNW einen Vortrag halte, ich da schon, weil es doch gleich um die Ecke wäre, auch persönlich hingehen könnte. Soll aber heute wohl so nicht sein. Ich würde eigentlich gerne noch 2 Sachen anfügen. Einmal, also selbstverständlich seid ihr gar keine Konkurrenz für uns, sondern wir sind ja in St. Gallen ein Bachelorstudiengang, der primär darauf ausgerichtet ist, wunderbare Masterstudierende für euch auszubilden, oder? Das heißt, wir achten das natürlich sehr, was ihr tut. Vor allem wollte ich, das hat jetzt aber schon zurückgeschaltet, mir eigentlich noch Danke sagen für dieses wunderbare Plakat, was ihr da angefertigt habt. Ihr seid auf vielen Ebenen ganz gut, aber besonders gut, finde ich, seid ihr auch in der grafischen Erscheinung. Das ist wirklich sehr schön geworden. Gut, ich würde, glaube ich, oder würde gerne in den nächsten, ich denke, etwa eine Stunde werde ich haben, würde ich Sie, euch gerne führen durch die Hofbebauung im Rienring. Der Vortrag war ja mit dem Fenster zum Hof tituliert. Ihr habt dort noch drüber getitelt, ein Blick in die Weite. Ich glaube, ich darf mich freuen, dass ich, glaube ich, der Vortrag bin, der am allernächsten ist in dieser Reihe, räumlich zumindest gesehen. Ich begrüße alle Studierenden der FHNW und die anderen Studierenden und alle die sonst mir bekannten weiteren Mitarbeiter. Die Hofüberbauung im Rienring, da gibt es Eckdaten, die einen relativ langen Zeitverlauf haben. Da haben wir einen ersten Preis in einem Wettbewerb 2013 gewonnen. Die Ausführung, die hat bis 2020 angedauert.
während dieses langen Verlaufs der Aufgabe dort war, in diesem Rienring, in diesem zunächst eher großmaßstäblichen Block im Kleinbasel, dazu komme ich noch, die Stadt zu verdichten. Und wie immer das ist, wenn die Stadt verdichtet werden soll, dann heißt das Verdichtung auf jeden Fall, aber bloß bitte nicht bei mir, not in my backyard. Da ist es dann von Seiten der Anwohner, gab es relativ weite Proteste dagegen. Da wurden erst generelle Baubegehren eingereicht. Es gab die Baubewilligung, dann ging es über einen Baurekurs bis vor das Appellationsgericht und so weiter und so fort. Das Ganze hat natürlich zeitlich dann einiges mit sich gebracht. Uns hat es geholfen, die Planung eigentlich immer weiter und weiter präzisieren zu können. Da kommen dann teilweise lustige Dinge zutage. Da gibt es vielfältige Auseinandersetzungen. Ich glaube, man kann die Angst vor Veränderung, die Angst vor Verdichtung durchaus verstehen. Demgegenüber hat die Basler Regierung ja das Programm gehabt, mindestens bis 35, mindestens 1000 weitere Wohnungen zu schaffen. Wir haben es dann sogar auf ein Fasnachtsjusee geschafft. Es gab in der Presse immer einiges an negativ und positiven Dingen zu dieser Überbauung. Das Wettsteinquartier in Basel oder das Stadtquartier Wettstein, das ist auf der anderen Seite des Flusses. Das liegt am Rhein. Der Rhein hat hier auch an seinem Ufer viele Veränderungen kennengelernt in letzter Zeit, auch Verdichtungen. Und wenn man in den Plan sieht, in das Luftbild sieht dieses Quartiers, dann kann man sehen, dass die andere Seite des Rheins ein geplantes Quartier ist oder wo sich vor allem dann nach einer Gründerzeit eigentlich eine blockartige Struktur und einzelne Straßen und Blöcke haben sich verdichten können. Und dort recht weit hinten in der Tiefe des Quartiers, jetzt im Hinterhof, dort war die Aufgabe, einen neuen Ort zu schaffen, einen verdichteten Wohnungsbau zu erstellen. Um das Wildsteinquartier zu verstehen, würde ich gerne eigentlich im Moment einen Ausflug machen in die historischen Pläne. Wenn man einen Plan von 1880 ansieht, dann kann man im Wildsteinquartier dort hinten sehen, dass das eigentlich die Badische Bahn dort lang gefahren ist. Ein wenig nördlich davon sieht man auch noch die alten Gebäude des Badischen Bahnhofs. Rot umkreist das Grundstück, wo es dann zu der Überbauung kam. Dann gibt es 1900 erste Verdichtungen. Es beginnt der klassische gründerzeitliche Ausbau dort etwas weiter unten um den Wettsteinplatz. Das geht weiter. Die Badische Bahn wird aufgelöst zugunsten der Messe. Der alte Bahnhof wird aufgegeben. Die Messe entwickelt sich und die Blockrandstadt damit auch. Das sind große Blöcke, die da entstehen. Das sind eigentlich noch Vorboten, eigentlich noch Vertreter der Landschaft in der Stadt. Und jetzt muss ich eben sehen, aber wahrscheinlich sieht man meine Maus nur zu wenig. Das sehe ich in dem Plan jetzt hier nicht. Also sieht man aber dort die eigentliche Parzelle, wo es dann zur Überbauung kommt, diesen eben vergleichsweise mit dem Rest relativ großmaßstäblichen Block und darüber, die es kennen, kann man den Landhof sehen, eine noch größere Blockeinfassung, die ja heute eigentlich auch noch eine öffentliche Nutzung hat. Wenn ich in den Block hineinzoome, dann kann man dort sehen, da ist ursprünglich der Werkhof der IBB untergebracht gewesen. Da kann man auch verstehen, dass so ein Block in der ganzen Art, wie er aufgebaut ist, ein in sich parzellierte Bebauung ist oder die in ganz viele einzelne private Teile unterbrochen ist. Da spannt sich dieser Block auf zwischen dem Ring der Allee und einer kleinen Quartierstraße. Kopf der ganzen Überbauung zu dem Kreisel, dahin ist der Block geschlossen. Aber wenn man genau sieht, kann man eine kleine Fuge sehen, zu dem der Block dann geöffnet ist, die Ein- und Ausfahrt in diesen Landhof. Da wird ganz klar im Städtebau unterschieden zwischen einem Innen und einem Außen. Oder da gibt es das Außen der Straßen und es gibt das Innen des Landes, dieses Werkhofes. Und diese beiden Welten, die wissen zunächst eigentlich nichts voneinander. Da gibt es die im Wettsteinquartier bekannten Straßen oder die Wettsteinallee an sich. Man kann nach hinten die Krümmung sehen, die dann
zu eigentlich unserem Blogüberbau, zu diesem Blog-Einbau gehen. Die Wettsteinallee vielleicht geprägt durch Villen und einzelne Parks. Dort kann man Reste barocker Gartenanlagen noch erahnen, aber es beginnt ein Städtebau, der ganz klar zwischen Kanten unterscheidet, die gezogen sind, und Objekte, die lanciert werden. Auf jeden Fall werden klare Identitäten und klare Adressen ausgebildet. Daneben dann die kleine Straße, die Turnerstraße, der ein ganz neuer Ort, vielleicht der intimste Ort um den Block herum, die kleine Querstraße und Quartierstraße, gezeichnet von kleinen Vorgärten, die knapp geschnitten sind. Der Raum, der öffentliche, der zu sehen ist, steht dennoch aber in der Kontinuität der Straße, hat eine ganz spezifische Identität eines Straßenraums. Und dann demgegenüber der Rienring hier auch als Allee ausformuliert und geplant, der Rienring selbst in seiner Biegung Reminiszenz oder Relikt eigentlich der alten Eisenbahnlinie, die dort langgelaufen ist. Der Rienring in seiner Anlage als Allee hat vielleicht so fast eine Ahnung von einer großstädtischen Allüre. Das sind Anfänge des Ausbaus der frühmodernen Stadt. Da kann man fast nicht an, dass, wenn man weitergeht, wenn man dort vorne um die Ecke geht, dass es dann da innen eine Wohnstraße gibt und dass dort Gewerbe im Hof ist. Hier im Rienring ist der Block noch ganz von außen. Eben dort, über diese Fuge, kann man sich dann ins Innere bewegen, und das Grundstück, mit dem wir schlussendlich konfrontiert gewesen sind, ist dieses hier mit so einem kleinen Schnorchel, der nach außen auf den Rienring verweist. Auf dieser Parzelle, in diesem Hinterhof, war, als man begann, 2013, war eigentlich eine Anlage von noch so alten Werkhofhallen eigentlich, ein Blockinneres, ist eine fast romantische Umgebung, Baum bestanden um den Rand zu der eigentlichen Überbauung und den Häusern hin. Das ist klassisches Gewerbe in einem Innenhof. Da begannen wir natürlich zu fragen, was wäre die richtige Identität eigentlich für diesen neuen Ort, in welcher Kontinuität vor allem kann das eigentlich stehen? Würde man jetzt versuchen, die Welt des Äußeren dort nach innen zu holen? Oder kann es gelingen, aus der Welt, die man vielleicht dort vorfindet, ein neues Innen zu generieren? Das muss man dann noch nachvollziehen können. Das ist natürlich eine Welt, das ist für die Anwohner, die da ringsherum lebten, eigentlich eine ideale Welt gewesen. Oder dort hat es werktags gewisse akustische Belastungen gegeben. Aber am Abend und am Wochenende ist es natürlich vollständig ruhig gewesen. Und ich glaube, vielen der Anwohner galt die Fläche auch als geheimer Parkplatz. Aus dem Wettbewerb dann diese Darstellung hier, wo wir versucht haben, uns auf die Suche zu machen, in Kleinbasel, was eigentlich Hof in Vils sein können. Wir haben versucht, eine Sammlung von Hofeinbauten in Basel zusammenzustellen. Wir haben aber uns dabei auch gefragt, was diese Hofeinbauten für Silhouetten ausbilden würden. Da ist ganz hinten Richtung Kliebeck zwei Mini-Hochhäuser zu sehen. Da sieht man oben rechts die wienerische Wohnüberbauung. Man sieht den Landhof mit dem Stadion und man sieht die Atriumhäuser an der Rührberger Straße. Dann haben wir früh gesagt, man kann hier im Schnitt sehen, was das Baurecht gewesen wäre im eigentlichen Hof. Das Baurecht hätte erlaubt, dort eine leicht mehr als viergeschossige Bebauung plus einem Attikergeschoss herzustellen. Dieses Attika, das war für uns ganz früh keine Option. Wir haben gefunden, ein Haus im Hof muss die Traufränder der umliegenden Bebauung unterschreiten. Es muss also im Hof bleiben, statt den Hof zu überragen. Das hat aber auch bedeutet, dass, wenn man sozusagen nicht in die maximale Höhe ausnützt, hat das bedeutet, dass man versuchen musste, eigentlich etwas auf den einen Fußabdruck herzustellen, der eigentlich eine maximal horizontale Abwicklung der Wohnungen garantieren würde.
So sind dann im schlussendlichen Projekt 4 Geschosse bei uns entstanden mit je 9 Wohnungen, also 36 Wohnungen insgesamt. Da sieht man noch die Stadtsilhouette und die Stadtsilhouette in eigentlich im doppelten Sinn. Die Stadtsilhouette nämlich einmal eigentlich der Hof und die Einbindung des Hofs im ganzen Stadtkontext. Und demgegenüber aber natürlich auch die Hofsilhouette, also die Frage, was dieser neue Bau eigentlich im Inneren, im Hof macht mit den Rändern, die den Hof umgeben. Ginger, das ist das Wort gewesen, das Kennwort gewesen für den Wettbewerb, als wir den Wettbewerb abgegeben haben. Und tatsächlich war es auch so, dass wenn man ein Stück Ingwer nun, ich gebe zu, das haben wir nachträglich gemacht, wenn man ein Stück Ingwer beginnt, in diesen Hof hier einzusetzen, dann sieht man eben, dann kann man verstehen, dass diese verästelte Ingwerwurzel eben hier als Konzept Montage, es schaffen würde, soweit eine eigene Identität auszubilden, dass zum einen es eine Autonomie der Figur gibt, also dass das als Objekt in diesem Hof sitzen kann, dass es nämlich nicht als Figur direkt abgeleitet ist von der Hofrandbebauung und dass es aber trotzdem genügend Kohäsion sozusagen über mit der umgebenden Bebauung aufnehmen kann, indem es sich wirklich wie so eine Wurzel eigentlich hineinspannen sollte. Die Themen sind ja da gewesen, dass als spezifische Figur die neue Überbauung eine Physiognomie ausbilden sollte, aber keinen wirklichen Gegenüber hatte. Ziel war es früh, eigentlich nach innen gezogene Innenräume zu schaffen, um im Gegenüber die Distanz eigentlich zu den Fenstern und den Wohnungen aus der Hofrandbebauung zu erhöhen. Und so war eben die Idee, eigentlich zu versuchen, eine Art Gebilde dort hineinzusetzen mit streckenden Fingern, die sich eigentlich dort verankern können. Bei dem Festsetzen dieser Figur wird ja klar, dass der Hofraum an sich dann der in sich existierende Kontext ist, oder? Das ist eine eigene Raumblase. Da kann man in der Abwicklung dieses Raums sehen, dass es doch so eine gewisse Kleinteiligkeit gibt in der Blockrandstruktur. Es gibt also doch über die Erker des der Blockränder so ein Minimum an Profilierung und Abwicklung. Und dann gibt es diese Nabelschnur, die den ganzen Raum an den Rehenring nach außen anbindet. Hier ein Bild von oben, das den einen von 2 Haupthöfen nach Süden zeigt, eben so einen kleinen Hof, der sich aber zurückzieht vor der Hauptbebauung, der Blockrandbebauung. Das versucht so ein wenig die Räumlichkeit des Nichtgegenübers auszudrücken oder die Räumlichkeit in der eigenen Existenz oder Gemeinschaft innerhalb dieser Genossenschaftswohnungsbaus. Man ahnt in dem Bild vielleicht auch schon die Konsequenzen für die Architektur bis in die Dachlinie. Man kann ein bisschen verstehen, dass der ganze Körper in so einzelne Segmente heruntergebrochen wurde, um ihm den Ausdruck zu geben, den er dann zum Schluss hatte. Das ist ein frühes Arbeitsmodell aus dem Gipsmodell eigentlich heraus, wo man sehen kann, wie der Dachkörper auch Teil eigentlich des ganzen Baukörpers ist und Teil der Formfindung des Ganzen ist. Hier Studien eben eigentlich auch noch aus dem Wettbewerb zu dem Versuchen, dort eine Gradausbildung zu finden, die ein Dach eigentlich über das Ganze drüber ziehen würde. Bevor ich länger, glaube ich, in die einzelnen Grundrisse versuche hineinzugehen, die in ihrer Art, die 9 über dem einen jeweils Geschoss, sehr, sehr stark unterschiedlich ist, würde ich gern noch einen Exkurs machen über die Frage, wie eigentlich aus so einem vielleicht rhizomhaften Gebilde oder aus so einem wurzelartigen Gebilde
Architektur werden kann. Und ich würde ein bisschen gerne überlegen oder hier aufzählen, aus welchen unterschiedlichen Strukturen das Ganze eigentlich zusammengesetzt ist. Also wie wird Architektur oder Struktur, wie wird aus der Figur, aus der Idee, wie kann die strukturiert werden, so dass sie eben überhaupt gebaut werden kann? Die Art der Bauweise ist zunächst einmal sehr pragmatisch gesehen und durchaus sehr ökonomisch überlegt, eine Art Mischbauweise. Sie erzeugt eigentlich, oder man hat versucht, überall das Material einzusetzen, das sinnvoll ist. Also weniger schulbaumäßig einen reinen Holzbau zu machen oder einen reinen Massivbau, sondern man hat begonnen, eigentlich Kerne und Platten in Beton zu gießen, oder die Figur an sich, diese fast kristalline Figur, die ist monolithisch etwas einfacher herstellbar, als sie in Holz herstellbar wäre. Das heißt, mit den Betongeschossplatten hat man ein direktes Abbild der Geometrie gießen können und hat auch so ein zumindest Mindestmaß an Speichermasse für das ganze Haus herstellen können. Und so kommt es von den Decken dann zu den einzelnen Kernen, und es kommt außer den Kernen noch zu einem Minimum an einzelnen Scheiben, die auch an Beton, in Beton Geschoss für Geschoss hergestellt wurden, um die nächste Decke tragen zu können. Um den Beton zu minimieren, haben wir kleinstmögliche Scheiben in Wandebenen platziert, um eben möglichst schnell hochschalen zu können. Da kann man diese Scheiben sehen, wie sie sozusagen jeweils die nächste Betonplatte beginnen hochzuheben. Oder hier mit dem Blick nach Norden. Die Scheiben geben dann auch so einen ersten Rand, vielleicht eine erste Raumform. Wichtig war, dass es keine Stürze geben würde, oder, sondern dass die Decke flach eigentlich zu Ende kommen würde. Die definitive Raumfassung, da sind diese minimierten Betonelemente dann erweitert worden im Ausbau über OBS-Platten, über Fertigteile mit USB-Platten, mit integrierter Dämmung als vorgefertigte Elemente eben. Da kann man vielleicht auch so ein bisschen erstmals erahnen, wie es zu dieser Segmentierung kommt und dann zu der Gliederung, oder so gibt es quasi immer nach Materialwechsel einen leichten Knick in der Richtung. Und nach diesen Fassadenscheiben bleiben sozusagen übrig die Fenster, die dann zusätzlich eingesetzt werden. So kommt dann schlussendlich die Hülle zustande und baut sich übereinander auf. Und im Inneren werden alle übrigen Wände erstellt, die Trennwände zwischen den Wohnungen. Alle übrigen Wände sind gemauert. Das sind ganz bewusst keine Leichtbauten im Inneren, also kein Gipskarton, keine Ständerwände. Wir fanden das im besten Sinn nicht nachhaltig, dort mit Leichtbauten zu operieren. Wir haben uns vorgestellt, dass ein Haus wie dieses Wände braucht, in die man bohren und nageln kann. Außerdem ist es ein anderes Bauraumklima im Inneren und erhöht die Masse eben absolut in dem Moment, wo ich da massive Wände habe. Interessant war, dass der Bauherr da eigentlich mit uns mitgegangen ist, weil die Flexibilität hier nicht erforderlich war, im Sinn von Wände in Wohnungen umbauen zu können, aber eine Flexibilität in dem Zuschnitt der Wohnungen, der Räume, der einzelnen Räume gesucht war, so dass eigentlich der Einzelraum in der multiple Nutzbarkeit die Flexibilität gab, statt dass Wände umgebaut hätten werden können. Ziel war es eben, zwar spezifische Räume zu finden, aber diese Räume doch offen zu halten. Das funktioniert dann auch gut im Zusammenspiel innen zu außen. Es macht Sinn, in diesem Zusammenhang vielleicht von der äußeren Raumfigur und der inneren Raumfigur zu sprechen, die dann eben massiv ist und ohne Fugen vor allem im Anschluss auch oben an die Decken sein kann. Da gibt es
Dann kommt der Boden sozusagen als Bauteil, in diesem Fall ein Parkett, noch mit hinein. Und es kommt ganz oben drauf das Dach. Da wird die Physiognomie des Baukörpers körperlich zum Abschluss gebracht von der ja einsehbaren fünften Fassade. Wir haben dort, waren froh, dort durchsetzen zu können, dass das einen richtigen Dachkörper gibt, der mit Uschinox gedeckt ist. Da komme ich aber, glaube ich, noch dazu. Und nicht etwa irgendwie begrünt sein würde. Wir fanden, dass es eben nicht Teil, das Dach nicht Teil der Natur ist, sondern Teil des Hauses bleiben könnte. Insgesamt ist dadurch, dass der Hof aufgelassen wurde, der ursprüngliche Barockhof, die Versiegelung deutlich weniger in diesem Hof, als die zuvor war. Das Dach selbst ist ein Kaltdach, das sind flache Dachbalken von 12 Grad als Voraussetzung eben für ein gerade noch geneigtes Dach. Und das hatten wir auch schon im Jurybericht und stark dank einer, das hatten wir auch schon zum Wettbewerb und war im Jurybericht festgehalten, dank einer starken Jury mit insbesondere Quintus Miller hatte, war dieser Dachkörper von Anfang an eigentlich stark unterstützt worden. Da sieht man dann mit dem Unterdach des, den Körper an sich, den Dachkörper mit eigentlich als glatte Fläche und hier strukturiert eigentlich erneut die Fläche durch diesen verzinnten Eselstahl mit einer ganz traditionellen Eindeckung als Doppelfalz und Schneefangstegen, die unten die Kante begrenzen. Dieses Detail ist wichtig, das wird man nachher in den weiteren Bildern auch noch gut verstehen. Diese Dachkante mit der außenliegenden Entwässerung ist sowohl in der Ansicht von unten vom Baukörper wie eben von oben ein ganz spezifischer Moment, der diesem Körper oder diesem Hut eigentlich einen Abschluss gibt. Da sieht man dann das fertige Bauwerk von oben mit wenigen also Durchdringungen und zwei Oberlichtern, die das Treppenhaus unten zenital belichten. Und komplementär zur Hauptfigur, ich gehe vom Dach jetzt wieder runter in den Garten, komplementär zur gesamten Figur gibt es Außenräume, gibt es Gartenräume. Da gibt es einmal die sogenannten Gartenhöfe, die auch noch mit einer Stufe herabgesetzt sind. Die sind dann zugänglich direkt für die Wohnungen, die an diesen kleinen Höfen anschließen. Und es gibt dann noch den Grünraum, den das ganze Haus umringt, der für die gemeinschaftliche Nutzung ist. Das kann man hier vielleicht von der Baustelle stehen zu sehen. Das ist der eine kleine Innenhof, der eben den einzelnen Wohnungen, also ganz dient, die da in diesem Hausteil zusammenkommen. Ganz privat sind die Lodgen, die zurückgezogen sind. Das gehört der Gemeinschaft und außen ist dann noch etwas, was sozusagen allen gehört. Kommt nachher aber auch nochmal. So steht dieses Konstrukt sozusagen im Inneren dieses Hofes und geht einen eigenen Dialog ein mit eigentlich diesem Hofrand, bildet dort so in sich hineingezogen, so eine kleine Welt in sich im Inneren und steht eben als dieser Einbau dann so im ganzen Block. Hier der Block wieder außen, wenn ich vorhin erzählt habe, wie aus der Idee Architektur wird, dann müsste man aber ja jetzt im Weiteren sozusagen noch überlegen, wie nun aus der Struktur ein ganzes Haus wird. Das haben wir in Folge dann auch getan. Wir haben uns eben gefragt, wenn wir so eine Struktur haben, was sind dann die spezifischen architektonischen Themen, die da einfließen würden, frei nach Miroslav Šík, der sagt, Architektur entsteht auch. Architektur haben wir eine ganze Sammlung eigentlich von Referenzen versucht zu suchen, um so ein wenig zu verstehen, wie Strukturen in dieser Art funktionieren können.
Themen kommen sollten nicht aus der Biologie kommen, auch wenn die Ingwerwurzel, auch wenn Ingwer eine Wurzel ist, und nicht aus Theorien, sondern wir hatten uns vorgestellt, man müsste eigentlich ein breites Band an eben architektonischen Referenzen genauer ansehen. Mit denen haben wir quasi einen Referenzraum aufgespannt mit simultanen oder verwandten Themen, quasi Korrespondenzen gesucht, und das auf Ebene, auf die typologischen Ebenen, was den Grundriss angeht, aber auch auf Themen der Erscheinung. Da begegnen einem dann, ich sage, die vielleicht freien Grundrisse oder freien Wohnungsbauten der 50er Jahre, hier Scharun, Romeo und Julia in Berlin von 59 oder von Mangiarotti in Mailand 62. Da gibt es dann aber auch Parallelen zu strukturalistischen Tendenzen unten Louis Kahn und sein Versuch mit dem 45-Grad-Winkel, eben fast strukturalistische Bauten in die Landschaft zu setzen. Das ist das Studentenwohnheim von ihm von 65. Und es gibt da ganz unten über Eck, heißt es, sogar ein Gebäude von Kahn in Holz, das Fischerhaus, was uns inspiriert hat, sozusagen für die Fassade im Umgang dort am Rienring. Das ist die Casa Papanice in Rom von 70. Das ist auch ein Hofeinbau, das ist ein expressiver Hofeinbau, vielleicht ein exotisches Haus, ein abstraktes Objekt. Das ist aber auch in sich mondän oder träumt sozusagen da vor sich hin von etwas mehr als eben nur Teil der grauen Stadtmasse, der Blöcke zu sein. Wir fanden für den Rienring, da müsste es beides ein bisschen sein, ein bisschen dürfte es wohl mondän oder zumindest exaltiert werden. Da gibt es in Rom die grüne Vorstadt, die eher gegenständliche Häuser mit geknickten Wänden und vorkragenden Dachkanten, diese allerdings nicht kontinuierlich zur Fassade. Auch da gibt es so eine gewisse erste Autonomie der einzelnen Elemente. Das sind neorealistische Erzählungen der Architektur der 50er Jahre von Muratori, auch gebaut, große geknickte Scheiben im Hintergrund des unteren Bildes. Das ist eine neue Gegenständlichkeit. Sie versucht, die Welt hier ein bisschen so zu zeigen, wie sie eigentlich ist oder sie zusammenkommt. Das war dann die Perspektive eigentlich oder ein Modellbild aus dem Wettbewerb. Das ist der Rohbau des Wettbewerbs als Modellaufnahme. Aus dem ist dann in der weiteren Überarbeitung immer mehr Architektur gewesen worden. Das ist eine Weiterentwicklung, die wir tatsächlich im 3D-Modell vorangetrieben haben, im Versuch, das 3D-Modell immer auch als Entwurfsinstrument zu nutzen, als Arbeitsmethode. Und aus diesem ist dann schlussendlich das fertige Haus geworden. Im fertigen Haus dann ein Zusammenspiel der Geometrie des Baukörpers, der vertikalen und horizontalen Gliederungselemente und eben das Dach von unten gesehen hier mit eben dieser gewissen ganz eigenen Autonomie eines oberen Abschlusses. Im steilen Blick, parallel eigentlich zum Abschluss der südlichen Kante, sieht man, dass die Überbauung keinen Korridorraum zum Blockrand ausbildet, der rechts zu sehen ist, sondern eben eine autonome Figur bleibt. Manchmal erscheinen diese Häuser fast wie Einzelhäuser, auch wenn sie zusammengebaut sind. Und demgegenüber der aufgefaltete Gartenhof jetzt von unten mit der charakteristischen Trauflinie, wo man aus unterschiedlichen Wohnungen in unterschiedliche Himmelsausschnitte gucken kann. An diesem Hof sammeln sich pro Geschoss 5 unterschiedliche Wohnungen, teilweise nur ein einzelnes Fenster oder ein Zimmer, das dann da noch in den Hof hineinragt und dann Teil dieser eigenen oder inneren Gemeinschaft bilden.
beginne von da ein bisschen langsam eigentlich nach innen zu gehen. Man sieht den Zugangsweg von der anderen Seite entlang der Grundstücksecke. Dort sieht man grüne Vorzonen, die das erdgeschossige Wohnen etwas abtrennt von der Zirkulation und der Bewegung, die es dort um den Bau gibt. Und ich wandere von dort nach innen, das ist die Eingangssituation, die in der Logik des Hauses eingeschnitten ist. Die Nischen sind dann weiß herausgestrichen, hier ist das noch unfertig. Da gibt es ein Türportal mit einem Drücker in Holz auf Stahl, da ging es uns darum, dass man als Türdrücker etwas anfassen wollte, was irgendwie noch einen warmen Eindruck macht. Wenn man in das im Erdgeschoss guckt, dann kann man, muss ich sehen, ob da Gott, genau, da kann man hier sehen, da sind zwei Eingänge, die das hier ausmachen. Da sind die beiden Eingänge von der einen Seite. Von dort bewegt es sich in das Treppenhaus, das hier jeweils zenital belichtet sich nach oben schraubt. Da beginnt die ganze Treppensequenz mit einem ganz kompakten und einfachen Entree, eine fein, ganz leicht geknickte Bank mit einer Schiefertafel dahinter im Rücken, wo die Bewohner drauf malen können oder Dinge hinschreiben können. Dann eine Sichtbetonwand, das Erschließungskern, der ist noch gegliedert in einen Horizont nach oben, der weiß lasiert ist. Die Leuchten und die Leuchte dann darin platziert und das Ganze in seiner Gliederung versucht, die Briefkästen und das Klingeltableau einzubinden. Und dahinter eine rote Eingangstür. Das Treppengeländer hinauf, das ist ein einfaches weißes Hafengeländer mit Pfosten und einem Strebepfeiler, der die monolithische Ortbetontreppe in dem Fall akzentuiert. Das Ganze ist natürlich eine einfache und auch kostengünstige Bauweise, reden wir ja von einem Genossenschaftsbau. Die Treppe aber gibt es als Raum ja immer. Das ist übrigens ein Bauteil, der mir in diesen Überbauungen immer am meisten Spaß macht. Oder Treppe ist etwas, das braucht man und die geht auch nicht beliebig klein. Treppe ist dann das, wo man eine gewisse Raumfigur eigentlich ausbilden kann, die ich auch in der eigenen Zirkulation tatsächlich wahrnehme. Hier sieht man dieses linsenförmig geöffnete Treppenauge dazu, ein sehr einfacher, tiefschwarzer industrieller Gussasphalt auf dem Boden. Das ist auch noch im nicht ganz gereinigten Zustand. Hier das Rot der Türen ist der einzige Farbakzent in diesem Schwarz, Grau und Weiß, in dem Treppenhaus, das sich eben nach oben in das Licht bewegt. Und dort endet in dem Handlauf, der final an die Wand läuft und dem Zusammenspiel von Beton und Stahl und dieser ganz leichten weißen Lasur, der jeweils die obere Hälfte des Raumes markiert und von dort noch einmal weiter hoch das zenitale Licht, das man vorher in der Dachaufsicht hat, erahnen können. Vom Treppenhaus fange ich an, nach innen zu laufen, versuche ein wenig herauszuschälen, was das bedeutet in dieser Überbauung oder in diesem, also wenn wir das Haus jetzt von außen angesehen haben, versuche ich anzusehen, was bedeutet es von innen jetzt eigentlich nach außen zu sehen. Das ist auch eine Modellaufnahme aus dem Wettbewerb, der Raumcharakter der Wohnungen, eben wie es ein Modellbild im Wettbewerb zeigt. Da geht es nicht um Durchwohnen, sondern
ein Wohn entlang des Hofes. Das ist ein Zusammenspiel der Wandabwicklung, die jeweils immer hinter mir läuft, der Wandabwicklung innen zu der Wandabwicklung außen. Oder es geht um die Faltung der inneren Wand, also der und die Faltung der äußeren Wand, die sich dann noch aufspannt zu diesen kleinen Lodgen, die wie einzelne Zimmer ins Innere des Grundrisses gezogen sind. Und wenn das sozusagen die Wettbewerbsdarstellung gewesen ist, dann ist das eigentlich derselbe Raum in der Realisierung der Baustelle und von dort im fertigen Zustand. Die Böden sind ein relativ breites Eichenparkett, was regelmäßig durchgeht. Die Böden sind in den meisten Teilen senkrecht auf die Außenwand zugelegt, um in der Tiefe sozusagen eigentlich die Schichtung der Wohnung zu betonen und der dann in der Tiefe eigentlich eine Maßstäblichkeit zu geben. Wenn man da weitergeht, links ist der Blick in den Hof und rechts gibt es einen Blick in die Tiefe der Nebenräume des Bades. Diese gehören zu den jeweils wiederkehrenden Raumeinheiten. Die Wohnungen sind alle komplett unterschiedlich, aber diese Badzelle, die ist bis auf zwei Ausnahmen immer wiederkehrende Raumeinheit des Grundrisses. Die sind jeweils über Schiebetüren und ein kleines Foyer vom Wohnraum getrennt. Kann man gleich noch im Grundriss sehen. Das heißt, es gibt einen kleinen Vorraum und von dort geht es zur einen Seite in ein Reduit und zur anderen Seite in das eigentliche Badezimmer. Kann man dann noch aus dem Badezimmer heraus in diesen Vorraum sehen und dann weiter in den WC noch was da kommt. Also es ist ein Blick vom Duschbad über dieses kleine Foyer, wo final dann die Waschmaschinen auch stehen werden, weiter in das WC. Neckisch haben wir das bei uns im Büro, während wir es entworfen haben, immer die Bad-Enfilade genannt. Die beiden einzigen Zimmer, die es oder die drei Zimmer, die es in dieser ganzen Überbauung jeweils gibt, in den einzelnen Wohnungen, im Gegensatz zu dem Raumkontinuum, den wir versucht haben, in den Wohnungen möglichst durchzuhalten. Wenn ich versuche, im Weiteren durch die einzelnen Wohnungen zu gehen, fange ich mit dieser im Südosten an. Das ist ein fließender Wohnraum, der im Kopf zu einem kleinen Zimmerfoyer abknickt. Ein Zimmer direkt erschlossen, auch das Bad über dieses Mini-Foyer in der gerade beschriebenen Weise. Es gibt oben eine Wohnküche mit einer eigenen Raumnische kombiniert und ein Entree mit einer Garderobe. Diese Wohnung kann man hier sehen, wie sie sozusagen im Gesamtorganismus sitzt. Und hier vielleicht ein Bild über das Normalgeschoss, über das Ganze. Da kann man die beiden Treppenhäuser sehen. Und ich fange an, im Weiteren mir zwei, drei von diesen Wohnungen noch herauszupicken. Ich gehe vom Osten ganz rüber in den Westen, gucke eine der kleineren Wohnungen an und wenn wir die größer ansehen, kann man auch hier diese Badzelle sehen. Man sieht zwei Zimmer, ein größeres Zimmer für ein Elternbett und es gibt diagonal sich aus dem Eingang entwickelnd den Verlauf des Flures in eigentlich dann die öffentlichen Räume der eigentlichen Wohnung in das Wohnzimmer, den Esstisch und die Lodge. Das kann man dann hier in der Abwicklung des, also dieses Raumkontinuum sehen, wie eigentlich es der Versuch ist, zwar einzelne Zimmer, die einen Rückzug erlauben, auszubilden, aber die eigentlich doch weitgehend zu verstehen als Teil eigentlich dieser ganzen Wohnlandschaft. Und von da weiter nach vorne in dann das Zimmer, was wieder zurück, oder den Raumteil, der zurück abknickt und von dort ein Bild auch zurück auf die restliche Bebauung erlaubt. Die Lodgen haben zumeist immer eine der Wände als die eine dieser grünen Holzwände, die die Stimmung auf der Lodge maßgeblich prägen und von dort eigentlich das Licht auch zurück in die Wohnung werfen. Ich komme von dort noch zu einer weiteren, nicht sehr großen Wohnung, und zwar eine, die quasi ganz
im Norden liegt. Es ist, ich weiß es nicht, ich finde es immer wieder erstaunlich, Wohnungsbau selbst zu machen, dass man, während man entwirft, nicht vollständig richtig einschätzt, welche Wohnungen jetzt eigentlich die schwierigen Wohnungen sind und welches nicht die schwierigen Wohnungen sind. Diese Wohnung hat eigentlich alle Attribute, auch eine schwierige Wohnung zu sein, weil sie natürlich sozusagen nach den Regeln der Kunst oder des Entwurfs also es gibt ein Fenster noch nach Westen, aber sie wirkt zunächst nicht wahnsinnig gut belichtet. Und das sollte dann aber tatsächlich vollständig anders rauskommen. Diese Wohnung, da sie nicht sehr tief ist und diese lange durchlaufende Wand hat, hat verrückterweise sogar Sonnenreflexionen aus der gegenüberliegenden Blockrandbebauung, sodass sie alles andere wirkt, als eine Nordwohnung zu sein. Teil dieser Wohnung ist dann die hier so eingezogene Loggia und von dort ein Blick nach hinten in die Küche. Die Küche ist vielleicht der Teil, den wir, also weil er jeweils immer bestimmender Teil des Wohnraumes ist, den wir bewusst sehr dunkel gehalten haben, sodass er quasi nicht als Küchenlabor aussieht, sondern einen möglichst wohnlichen Charakter bekommt. Hier gibt es mit diesen ornamentierten Fliesen quasi ein Bekenntnis zu etwas, was auch eigentlich ein aber sehr eigenständiger Bereich wird und eigentlich ganz bewusst so eine ansonsten im Rest nicht auffindbare textile Qualität herstellt. Wir hatten die Chance, diese Wohnung, das sind im Weiteren Fotos eines jungen Kamerateams von Schülern des Wirtschaftsgymnasiums, die für den SIA dort kleine Filme und Aufnahmen gemacht haben. Wir hatten hier die Chance, die Wohnung einmal vollständig möbliert, also aber nicht durch uns Architekten möbliert, aufzunehmen, sondern so, wie sie möbliert wird, wenn sie eben einfach zum Leben da ist. Und hier sieht man eigentlich die gleichen Bilder noch einmal oder die ähnlichen Raumaufnahmen noch einmal in der Wohnung, die sozusagen dann seit anderthalb Jahren bewohnt wird. Da die kleine Loggia, die Möbel geben natürlich wie immer eine gewisse Maßstäblichkeit. Man kann auch ganz schön sehen, was diese Spiegelung der geknickten Wände eigentlich bedeuten, oder? Da wird Glas ja auch mehr als etwas, was einfach nur transparent ist, sondern es kriegt eine Körperlichkeit, die da ein Gegenüber in der Wohnung ist. Wenn ich aber so frontal gucke, dann blicke ich durch das Gartenzimmer durch eigentlich in meine hintere Zone. Es gibt pro Geschoss nur eine einzige Wohnung, die also wirklich im klassischen Sinn durchgesteckt ist. Das ist die hier, die eigentlich die Mitte macht zwischen den beiden einzelnen Häusern. Von dem komme ich hier. Die ist vielleicht interessanterweise, also sie ist natürlich nicht konventionell, aber sie hat vielleicht mehr von einer normalen durchgesteckten Wohnung, wie man sie kennt. Hier ein Blick in das Innere mit der Küche gegenüber von dem Erker. Und von dort noch einmal vor zu einer der Wohnungen an den Spitzen. Diese Wohnung hier, was auch, ich sage, lediglich eine 3,5-Zimmer-Wohnung ist, diese Wohnung haben wir zeitweise, also die ist eine Wohnung, die dann in diese beiden Innenhöfe beginnt zu gucken und wo man dann aus den Spitzen der Lodgen eigentlich partizipiert an dem Leben in den anderen umliegenden Wohnungen auch. Diese Wohnungen haben wir gerne die Kirschbaumwohnung genannt. Dort ist ein alter Kirschbaum, der über die Baustelle hinweg bestehen blieb, der diese Räume stark prägt, zumindest im Frühling zur Kirschblüte, weil er quasi wie als Gast jeweils in diese Wohnung beginnt hineinzukommen. Gut, da kann man hier nochmal vom Eingang sehen, da sieht man die ganze Tiefe der Wohnung, rechts eines der beiden abtrennbaren Zimmer und nach vorne eigentlich Richtung Hof über Blockrandbebauung an der Loggia vorbei, nach links gibt es dann noch ein weiteres Zimmer. Ich komme noch zu einer von
diesen Wohnungen, das ist das Pendant auf der anderen Seite, gegenüber ein bisschen anders aufgezogen, deswegen eigentlich, weil die Küche ganz, auch ganz hinten ist und weil es vorne zwei Zimmer gibt. Das ist die Wohnung, die vielleicht am stärksten beginnt, Kontakt zu den anderen Wohnungen der Genossenschaft, des Genossenschaftswohnungsbaus auch zu suchen. Wenn man das rasch noch ansieht in, sag mal, klassischen Wohnungsspiegeln, dann kann man irgendwie sagen, wir haben insgesamt 15 Viereinhalbzimmerwohnungen, die so eine Spanne von 96 bis 107 Quadratmetern aufspannt. Es gibt 16 Dreieinhalbzimmerwohnungen und es gibt 5 Zweieinhalbzimmerwohnungen. Da ist pro Geschoss nur eine, die kann man da ganz im Osten sehen, die ganz, ganz kleine. Insgesamt strukturiert ist das Haus, ja, oder sind es letztlich zwei Häuser, die aneinander geschoben sind, und ich habe es vorhin ein oder zweimal angedeutet. Der eine hauptsächliche Innenhof, man kann sagen, die Wohnungen teilen sich vielleicht nochmal so hinsichtlich ihrer Art in einmal die Wohnungen, diese fünf Wohnungen, die an diesen Innenhof anschließen im weitesten Sinne, und demgegenüber die Wohnungen, die dann die Köpfe ausmachen. Und in den Köpfen gibt es auch, glaube ich, Lodgen, die nochmal ein bisschen einen anderen Typus ausmachen. Das ist so eine kleine Lodge, die dann sozusagen nicht der eigenen Bebauung hinein, nicht auf die eigene Bebauung guckt, sondern diagonal in die Ecke der Blockrandbebauung, also da über den Baumbestand, den es aber noch gibt, eigentlich den Diskurs sucht, mit stärker sucht mit eigentlich der bestehenden Blockrandbebauung. Und diese eine Lodge, das ist dann auch die, auf die man zukommt, wenn man in das Areal hineinläuft. Das ist sozusagen der erste Kopf, auf den man hinläuft und von dem eben, hatte ich vorhin angedeutet, stand, von dem die Bebauung so ein bisschen etwas Janusköpfiges bekommt, weil sie zugleich ein bisschen wirkt, als ob es vielleicht ganz viele, mehrere Häuser hintereinander sind. Farbe. Es gibt in Skandinavien etwas, das Slamfärg heißt. Und bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wurde dieser Schlammfarbstoff meist vor Ort auf der Baustelle gekocht, aus trockenen Pigmenten, aus Wasser und Weizen oder auch Roggenmehl, so lange gekocht und eingedickt, bis die Suppe oder der Brei so ist, dass er tatsächlich auf Holz aufgebracht werden konnte. Meistens hat man begonnen, noch etwas Leinöl oder auch Lebertran dazu zu setzen, um dem ein gewisses höheres Maß an Geschmeidigkeit zu geben. Die weit meiste sogenannte Schlammfarbe in Schweden, das ist und war eine rote Farbe. Das hatte ursprünglich damit zu tun, dass im Kohle- oder im Bodenabbau Farbstoffe waren, die dieses Rot haben erzeugen können. Rot war dann ursprünglich auch ein Zeichen für ein sehr feines Gebäude, und es wurde für hohe Häuser und Kirchen und öffentliche Häuser verwendet. Mit dem Durchbruch dieser sogenannten Schlammfärbungen dann im 18. Jahrhundert wurde die Rotfärbung von Häusern auch zu einer gewissen Norm. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts war sie dann auch in ländlichen Gebieten üblich. Diese Schlammfarben, die sind relativ undurchsichtig und ergeben eine ganz betont kreidige, matte Oberfläche. Charakteristisch ist auch diese ganz offene Struktur. Die Farbe bildet eben praktisch keinen Film. Dafür braucht sie das Leinöl. Sie kreidet aus, sie muss neu aufgetragen werden. Diese offene Struktur der Schlammfarbe ermöglicht aber einen relativ guten Holzschutz. Auch wenn das Holz darunter schnell feucht wird, trocknet es eben genauso schnell wieder aus.
Es hat dann so erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts hat man begonnen, weitere Farben zu entwickeln. Man hat vor allem versucht, diese Schlammfarbe auch weiß herzustellen. Das ist nicht gelungen, oder weil die doch dann immer diese Naturgrundfarbe eigentlich aus den Mehlen überfärbt werden musste. Deswegen gab es eben nicht weiße Töne, sondern nur abgetönte Töne, gerne auch eben dunkle Töne, wie dieses Dunkelblau oder kräftige Grüntöne. Man hat das wohl länger mit einem Gelb versucht. Und es gibt eben eine ganze Reihe von Grüntönen. Grün. Grün hat uns auf der Suche nach eben der Farbe, der richtigen Farbe dieser Holzbehandlung. Ich habe bei der Schlammfarbe noch vergessen zu sagen, die Schlammfarbe braucht ganz bewusst den rauen Untergrund, sonst hält die gar nicht auf dem Holz. Also sie ist für Säge raue Schalungen und Bretter gemacht. Das Grün war aber etwas, was wir sozusagen in Basel häufig eigentlich oder meinten, dass es eine in Basel durchaus etablierte Farbe ist. Gerade Grün oder Grün-Grau schien uns schweizerischer als Rot sozusagen, ist eine Farbe, die den Fluss bis nach hinten ins Quartier holen würde. Dieses Grün als etwas, was gerade noch den Anspruch hat, eine vielleicht Veredelung des Baustoffs zu sein und zum anderen aber natürlich eine gewisse Naturnähe hat, oder? Es ist aber nicht so ein bräunliches Grün, was irgendwie so die Nähe zur Erde sucht, sondern es ist ein leichtes Lindgrün, was dem Ganzen doch so eine gewisse Erhabenheit gibt, gerade im Zusammen mit dem Weiß der Fenster. Da gibt es ein Vorbild, das uns natürlich früh im Kopfe war. Das ist das Bootshaus des Stockholmer Rudervereins von Sigurd Leverenz 1913 gebaut. Und da gibt es aber nicht nur das Haupthaus von Leverenz mit diesem breiten, langen, weißen Fenster, sondern es gibt auch noch die Ökonomiegebäude, die ein ganz bisschen weiter hinten liegen. In den Ökonomiegebäuden, da ist es nicht nur der Rettungsring, der zu dem Weiß noch ein Rot bringt, sondern es gibt ganz hinten so eine Mischung von Fenstern, die dadurch feiner profiliert aussehen, dass innerhalb des Gewändes dieses weißen Zeichnung der Fensteröffnung in der Holzschalung die Fenster in einer zusätzlichen Farbe liegen, also quasi bicolor sind und den Kontrast zum Grün suchen über die Komplementärfarbe, indem die Fenstereinfassungen rot sind. Dieses feine Spiel war etwas, was uns inspiriert hat, das sozusagen zu übertragen in die Fensteröffnung hier am Rhenring, die Fassade, hier oder die Fenster sind ja natürlich in den Dimensionen heute viel breiter und viel größer dimensioniert, als vielleicht diese Vorbilder es kannten. Dieses bicolore Spiel, das sozusagen das eingesetzte Fenster sich in Weiß abzeichnet über die Fensterpfosten, von dem haben wir uns versprochen, dass das Fenster sozusagen feiner detailliert ist. Und neben dem Fenster sieht man hier vielleicht die Fassade selbst. Die Fassade ist eine ganz einfache Holzschalung ohne noch eine zusätzliche Lattung. Sie erinnert auch nicht an die typische Materialität von Hofeinbauten, sondern sie nutzt für nämlich dann ja doch die innerstädtische Hoflage die Vorteile der Vorfabrikation. Das sind ganze Elemente, die über zwei Geschosse, kann man nachher im Schnitt noch sehen, dort an die Baustelle gebracht wurden und eingesetzt wurden. Und die komplementäre Farbgebung in Grün- und Rottönen mit diesen weißen Akzenten prägt aber eben diese ganze diese Hofatmosphäre. So, wenn ich jetzt bei euch wäre, dann würde ich jemanden von euch bitten, ob er mir nicht rasch ein Bonbon bringen kann, weil irgendwie wird es hier heiser. Aber reicht wahrscheinlich nicht. Ganz streng genommen ist die Farbe, die wir dort aufgebracht haben, auch nicht mehr eine Schlammfarbe, sondern eine Weiterentwicklung, ist eine sogenannte Oleitfarbe.
Und die entfaltet auf der Segeron-Holzschalung eine eigene und auch so wie sanft noch zusätzlich leuchtende Wirkung. Die hat, das ist eine Symbiose aus einer Silikat- und einer Ölfarbe und sie ist härter als die traditionelle Schlammfarbe, lebt also länger an dem Haus. Sie versintert auf der Oberfläche, also geht eine chemische Bindung mit der Oberfläche des Holzes ein und schafft dadurch längere Renovationsintervalle. Da kann man nochmal einen Ausschnitt eigentlich aus dem Fenster sehen, aus dem Mockup, was wir für die Fassade gemacht haben. Wir haben dort, wir sind noch ins Weite gegangen und haben eigentlich dort mit dem Geländer, und es braucht eine Absturzsicherung. Wir haben gefunden, das kann nicht einfach nur eine Absturzsicherung sein, sondern das ist zugleich auch ein Blumenkasten, was so na, vielleicht die Profanität dieser Sache versucht, ein bisschen so zu überspielen und quasi dem Fenster an sich noch einen zusätzlichen Nutzen einhauchen sollte. Auch das ist etwas, was wir im 3D-Modell weitgehend entworfen und entwickelt haben, um es dann eigentlich im Weiteren auf das Haus zu übertragen. Der Sonnenschutz, das sind außenliegende Stoffrollos, die ohne noch zusätzlichen Kappe oder Schutz dort einfach eingesetzt sind, also ganz direkt eigentlich Teil des Fensterrahmens werden und auch in der Farbe sich ganz direkt auf diesen Fensterrahmen beziehen, so dass sie eigentlich Teil des festen Fensterelementes zu sein scheinen. Da kann man in diesem Bild vielleicht ganz gut sehen, wie eigentlich die Fassade in dem Holz und ihrer Öffnungshaltigkeit doch irgendwie Bestand hat gegenüber den verputzten Fassaden des herumlaufenden Blockrandes, wie die Fassade, auch wenn sie Holz ist, doch so viel Oberfläche oder Gleichmäßigkeit in der Oberfläche hier erzeugt, dass sie eigentlich eben in den Dialog tritt mit den steinernen Bauten, die sie umgeben. Ich mache von da einen raschen Blick eigentlich in zwei konstruktive Schnitte, einmal durch das Fenster an sich, einmal durch die Wand. Da kann man oben das Dachprofil vielleicht ganz gut sehen mit der Rinne und man kann das Detail mit der Absturzsicherung sehen, den Blumenkasten von vorne. Man kann auch das Brett sehen, was sozusagen dem Fenster einen zusätzlichen Schutz noch gibt. Und beim Schnitt durch die gesamte Wand, also durch den geschlossenen Teil der Wand, ist vielleicht noch interessant, dass das sind zweigeschossige Fertigteile. Also das ist, jetzt bin ich gespannt, ob diese Maus hier nochmal mitmacht, macht sie. Das sind zweigeschossige Fertigteile, die eigentlich hier über diese Decke hinweg quasi in diese Fuge dort hineingeklipst werden, in diese Aussparung. Die sind horizontal gegliedert, nur schon aus Brandüberschlagsgründen. Und diese sägeruhen Flächen der Fertigteile sind eben mit dieser OLED-Farbe gestrichen. Alle glatten Flächen sind, wie eben zum Beispiel das Gewände um das Fenster, sind weiß und da mit einer reinen Ölfarbe gestrichen. Hier noch ein Blick in das Mockup. Wir haben schwer darauf gedrängt, dass das Mockup eben auch ein Stück des Daches hat, dass man dort die Spenglerarbeiten kontrollieren konnte, dass mit der sichtbaren außenliegenden Wasserführung und eben der Frage, wie so eine Dachrinne sauber um die Ecke geht, wir konnten durchsetzen, dass der Anschluss an das Fallrohr ein vereinfachter Schwanenhals ist, was heute in dem ganzen Haus ein relativ wichtiges Element ist. Da noch ein Blick durch die Loggia und von der Loggia zurück auf den vorhin beschriebenen Kirschbaum. Da kann man vielleicht noch den Aufbau der Loggia-Platten an sich sehen. Das ist dann Vollholz oder da ist kein Beton drunter. Mit den Holzlatten aufbauten und die Loggia begrenzenden Brüste.
aus den oberen Geschossen da einen Blick auf die Fassade. Da kann man die auch verzinkten Fallrohre sehen, die dem zunächst mal eigentlich horizontal gegliederten Körper ein vertikales Spiel es mit einem vertikalen Spiel überlagern, oder der ganze Körper entscheidet sich ja bewusst nicht so ganz, ob der nun rein horizontal oder vertikal gegliedert ist. Es gibt das Dach, das eine klare horizontale Kante zieht und dann diese trennenden Holzelemente zwischen den Fenstern, aber die aufsteigenden Fenster und die Stützen in den Notchen und die Fallrohre sind demgegenüber klar vertikale Gliederungselemente. Da noch ein Blick von oben Richtung Garten bereits nach unten. Und Moment, jetzt bist du eins, zwei. Genau, von dort in den Garten. Der Garten ist als Fläche ja eigentlich das, was quasi der Rest des Raumes war, der man da überhaupt hat erstellen, der dort verblieb. Wir haben sehr früh im Wettbewerb August und Margret Künzel zugezogen, die das dann auch umgesetzt haben. Wir haben den Entwurf mit August selbst noch beginnen können. Margret hat ihn großartig dann umgesetzt durch die sehr ausgesuchte Bepflanzung und natürlich diese sehr fein überlegten Zonierungen in eigentlich diesen sehr eng bemessenen Grundstücken. Kann man, wenn man sich von oben runter bewegt. Jetzt bin ich eigentlich noch mal in dem, wo man vorhin den Ausblick aus der Loggia gesehen hat. Dort sieht man Gartenbänke, die aufgestellt sind in dem Bereich, der dann kollektiv benutzt werden sollte. Und demgegenüber hier erste Anpflanzungen in den Bereichen, die den Abstand an den Eingängen sicherstellen. Oder zum Beispiel hier den Abgang in die Velorampe quasi wie kaschieren oder einbinden in eine gewisse Zone von Grün. Beim Landschaftsplan wird es dann klar, dass man das noch vergessen hatte zu sagen. Das ganze Grundstück ist nämlich nicht etwa unterkellert. Es gibt auch keine Tiefgarage. Es gibt nur einen Velo-Abstellraum, einen sehr großen im unteren. Das war übrigens bei den Einsprachen, die wir erhielten oder die das Projekt erhielte, das Schwierigste, dass wir keine große Tiefgarage erstellen würden. Die Anwohner hatten Angst, dass nun alle kommen würden und ihre Autos irgendwie außerhalb abstellen würden. Fakt ist aber, wenn man das dort beobachtet, dass ich glaube, die meisten Personen, die da leben, stark eben über das Velo an dem Ort der Stadt leben. Das hat dann für die Gartengestaltung, also für die Außengestaltung eben zur Folge, dass alle Flächen, die nicht Haus sind, unversiegelt sind, nach unten und dort auch größere Pflanzungen bewerkstelligt werden können. Da sieht man hier die Bepflanzung im oberen Teil oder die Bäume. Mit einem Ersatzbaum, den wir pflanzen mussten für eine Fällung, und demgegenüber dann die vielleicht Stauden auf der unteren Ebene eher mit jeweils so, wir haben die immer Pflaster genannt, aber mit so einem Bereich, der den privaten, eigentlich diesen privaten Hof, diesen privateren Hof beginnt zu verbinden mit dann diesen kollektiveren Zonen. Künzel haben eine sehr fein überlegte Auswahl an Pflanzen da zusammengestellt. Das sind alles Pflanzen, die im besten Sinn anspruchslos sind und aber doch eigentlich viel Eigenständigkeit erzeugen. Und so, das sind Bilder vom vergangenen Wochenende, so ist zwar der Gartenanlage der letzte wahnsinnig trockene Sommer noch ein bisschen anzusehen, aber so sieht man das eigentlich auf eine ganz selbstverständliche Art und Weise in den Zonen, die räumlich ja, wie gesagt, mehr als begrenzt sind, dass diese Freiflächen extrem angenommen werden und dort eigentlich ein Leben einzieht, was mehr ist als das, was Architektin oder Architekt überhaupt entwickeln kann. Da noch aus dem letzten Herbst eigentlich geblickt in den langen Gang, der ganze, das habe ich vielleicht im Plan nicht gesagt gehabt, um die ganze Bebauung läuft eine Art Versorgungsweg. Dieser Weg hier ist zugleich der Versorgungsweg und der Zugang der Gärten, die aus der Blockrandbebauung, das ist sozusagen der Hinterausgang der Blockrandbebauung, Gärten, die es da gibt. Und das auch vom letzten Wochenende eben etwas, was als Spielplatz oder Ort des Aufenthalts dort stark angenommen ist und dort ein eigentlich Leben ermöglicht,
ermöglicht in einem ganz eigenen Inneren, obwohl es in der Mitte der Stadt ist. Da sieht man noch einen Teil, wie von den ganz privaten Lodgen eigentlich über diese zwei Stufen in den Kies des öffentlicheren Hofs getreten werden kann oder wie eigentlich ganz bewusst diese Höhendifferenzierung auch räumlich nochmal eine Zonierung vornimmt. Und dann befindet man sich dort eigentlich mit Blick in diesen Gartenhof oder diesen Einzug. Und da kann man dann, wenn man auf dieser Bank sitzen bleibt und verweilt und wartet, langsam sehen, wie es in der Nacht beginnt, dunkel zu werden und das Haus beginnt, sich umzudrehen und die Hülle eigentlich zurücktritt und nun über die Lichter das Private nach außen sich kehrt und man sehen kann, dass eigentlich diese unterschiedlichen Anrainer dort an diesem Hof beginnen, zusammenzukommen. Und ich glaube, mit diesem Abendbild bin ich auch für meinen Teil am Ende und danke herzlich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt, ob es irgendwelche Fragen gibt oder höre gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Anna, für diesen sehr exemplarischen Vortrag. Du hast ja wirklich jetzt ein Gebäude bis ins letzte Detail, das ist wirklich ganz toll. Hat es Fragen vom Publikum? Du warst bestellt, oder? So hieß es, so ja, wäre es. Das ist ursprünglich, war das auch so gedacht, darum hieß es ja immer ein Hausfonds, dass man wirklich auf ein Gebäude sehr, sehr stark eingeht. Das ist wirklich, also es ist natürlich auch ein wunderschönes Gebäude. Und jetzt haben wir das wirklich sehr gut kennengelernt. Falls jemand Fragen hat und nicht stellen mögt, dann könnt ihr das gerne auch im Chat schreiben, so wie beim letzten Vortrag. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Ich würde sie dann vorlesen, die Fragen. Aber bis welche kommt, kann ich ja vielleicht noch welche stellen. Und ich fange gerne mit, also von hinten an, mit der Konstruktion. Weil, also ich meine, das, was ihr jetzt gemacht habt, das ist zwar städtebaulich, aber dass man in den Hinterhöfen, in den Schweizer Städten anfängt, quasi ehemalige sogenannte wie Industrie, es ist nicht Brachen, aber so quasi kleine Hofbebauungen, die industriell genutzt waren, das waren ja häufig Schlosser oder auch Schreinerwerkstätte und so weiter, dass die jetzt abgerissen werden und mit Wohnbauten ersetzt, das ist ja eigentlich ein Thema, das wir aus allen Städten kennen. Und gleichzeitig kommt natürlich, was bei euch jetzt wirklich ganz toll ist, ist dieses Thema von der Konstruktion, dass man mit den vorfabrizierten Holzfassaden arbeitet. Und das war, soviel ich weiß, ja bereits im Wettbewerb auch so vorgesehen in eurem Entwurf. Aber war die Bauherrschaft von Anfang an klar für das? Das ist ja doch noch ein paar Jahre her. Heute ist das vielleicht ein bisschen selbstverständlicher. Ja, nein, das richtig, das ist ein paar Jahre her. Wir kamen uns noch neu vor damit. Das war von Anfang an überhaupt gar kein Thema. Das ist ja die Wohnstadt, die das mit uns gemacht hat, Andreas Herbster. Wir haben dort von Anfang an einen echten Bauherrn eigentlich uns gegenüber gehabt. Das heißt, das ist eine Person, die ganz gut wusste, was sie wollte. Ein Haus ist ja immer nur so gut wie der Bauherr, der es letztlich irgendwie bestellt und der eigentlich die genossenschaftlichen Interessen da sehr gut hat zusammenbekommen können. Und das Holz war nie in Frage gestellt. Keine. Ja. Also vor allem in das Holz, wir hatten ja mit dem Schaffhauser Rheinweg Holz schon im städtischen Raum etabliert, oder? Dort hat man ja ganz bewusst eine aber ganz andere Farbigkeit vorgesehen gehabt. Das ist ja sehr dunkel, weil das ja eine viel, viel größere Bebauung ist, die ihr Inneres ja auch nach außen kehrt und dann den privaten Raum so weit außen hat, dass es einfach diese dunkle Matrize dort braucht, um dann das ganze bunte Leben da möglich machen zu können. Hier war ganz klar, dass man was Lichtes wollte. Oder? Ich versuche gerade da nochmal zurückzugehen. Also, dass man dass das Ziel hier sein müsste, naja, das Holz gerade so weit zu streichen, dass es eine Verfeinerung erhält, dass es dadurch ein Anfang von etwas Städtischem sein könnte. Deswegen habe ich aber übrigens das Rot vorhin so ausgebreitet, ist aber vielleicht nicht das Gewicht von so einem Blutrot bekommen sollte, sondern es tatsächlich leichter sein sollte. Mhm. Ja,
Jetzt kommt, ich komme nachher darauf zurück, aber jetzt zuerst eine Frage von Lena Rahn. Ich lese es mal vor. Wie entstand diese spezifische Freiform des Gebäudefußabdrucks? Durch eine lange Folge von Studien oder war die Analogie des Gingers schon immer da? Wie unterrichtet ihr Entwurf, Annette? Ihr sagt, ihr braucht eine Idee, ihr habt einen Ingwer und den appliziert ihr an diesen Ort. Es funktioniert ja so nicht, oder? Das ist ja, Gott sei Dank funktioniert das ja nicht. Entwerfen ist in meinen Augen funktioniert das immer feldweise, oder? Du hast so erste Skizzen, da setzt du dich nicht hin und denkst, jetzt zeichne ich einen Ingwer. Der Ingwer kam recht spät, vor Abgabewettbewerb aber. Nein, aber ich habe vorhin ja versucht, das zu sagen. Ich glaube, was früh klar war, war, dass es ein stark gegliedertes Gebäude sein müsste, in sich gegliedert und verästelt, dass ich da reinspannen könnte. Ich komme leider hier, meine Maus ist verloren und ich komme nicht in diesen Navigator rein. Das heißt, ich kann mich nur, jetzt habe ich sowieso verloren. So kann ich mich bewegen. Also ich weiß nicht, ob das so... Na, weil, genau, wir können es am Landschaftsplan sagen. Also es war früh, ich meine, sehr pragmatisch gibt es da unten dieses Dreieck, oder? In das man überhaupt reinbauen kann. Und klar war, und das hatte man vielleicht sogar auch schon vom Schaffhauser-Rheinweg so ein bisschen verstanden, du musst, wenn du Großzügigkeit erzeugen willst, versuchen, die Dinge über die Diagonale zu erschließen. Du hast in deinen Wohnungen... dann Weite, wenn du sie diagonal angehst, oder? Und so auch in dem Blockrand. Du wirst kein, also ich will ja nicht, wenn ich beginne, parallel in einen Blockrand etwas zu stellen, was parallel zu der anderen Blockrandkante ist, dann sitzen die ja quasi aufeinander. Aber wenn ich die leicht schräg zueinander drehe, dann gucken beide in unterschiedliche Weiten und quasi aneinander vorbei. Also das ist, würdest du an einem dreieckigen Tisch sitzen, also es gibt gute Gründe, warum Tische nicht dreieckig sind, oder? Du würdest aneinander vorbeireden. Mhm. Aber ja. Und genau, daraus entstanden diese Finger. Ja, du hast auch mal erwähnt, und es gab dann auch ein Foto davon, dass wenn man reinkommt im Hof, hat man ja das Gefühl, da sind mehrere Gebäude hintereinander, die wie gestaffelt sind, eben durch diese Abwicklung, dass es so diese verschiedenen Ecken gibt. Ich denke, das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, oder? Dass es nicht nur über Diagonale mehr Großzügigkeit im Wohnungsgrundriss geschaffen wird, sondern dass man auch vom Außen als Volumen das eine ganz andere Gliederung bekommt. Und genau, ich muss hier Nachbarn, dass sie das Gefühl haben, da ist so ein Riesenblock in dem Hof, obwohl das natürlich schon ein großes Gebäude ist. Da genau, ganz genau. Genau, es ist ein sehr großes Gebäude, oder? Und es versucht ganz bewusst so zu tun, als ob es lauter kleine Gebäude sind. Genau, ganz genau. Das macht die Ingwerwurzel auch so. Ja. Lena, ich hoffe, deine Frage ist somit beantwortet. Da kommt noch eine Frage. Sehr gut. Das ist von Fabian Weinhardt. Welche Absichten hatte bei der Planung der Bauträger? Wo gab es gemeinsame und unterschiedliche Interessen und Absichten zwischen Bauherren, Architekten und Handwerkern in der Planung und Ausführung? Grüße aus Darmstadt. Jetzt habe ich dein Ende nicht verstanden. Was Grüße aus Darmstadt. Der Fabian ist aus Darmstadt. Es gab ganz viele gemeinsame Absichten. Man sieht sie in Form dieses Hauses. Wir haben sehr intensiv mit der Bauherrschaft zusammengearbeitet, aber das war, glaube ich, ein Ringen dann um ganz konkrete Farbigkeiten, um Grundrisszuschnitte, um wie viel Zimmer hat welches dieser Grundrisse, oder? Also sind es nur 2,5 Zimmerwohnungen? Da hat sich auch zwischen Wettbewerb und Ausführung noch einiges verändert. Also die hatten von ihren Spiegeln eine ganz genaue Vorstellung und Größenzuschnitten. Die Wohnungen sind ja überhaupt nicht groß. Also das ist wie gesagt, Genossenschaftswohnungsbau. Und da hat man eben aber ganz guten Sinn, war das ein... Also Entwerfen ist ja immer ein zähes Ringen eigentlich. Und die Unternehmer, also vielleicht ist da, also es gab eine Farbberatung und es gibt, also der Holzbau ist Makiol Wiederkehr gewesen. Mit denen hat man sehr, sehr lange die ganz genaue Umsetzung der Konstruktion angesehen. Also wie kann ich so ein Bau zeitgenössisch möglichst
kostengünstig und möglichst schnell und effizient bauen. Aber es ist ein sehr konstruktiver Prozess gewesen, glaube ich, mehr als, ja. Also wir hatten von Anfang an eigentlich ein Team, übrigens auch im Büro, ja, was da versucht hat, gültige Antworten zu finden. Ja. Weiß nicht, beantwortet es das, Fabian? Ich kann leider nicht selbst in den Chat, ich bin irgendwie abgestellt worden hier. Ja, bestimmt. Danke, ja, schreibt er. Noch weitere Fragen? Ja, kommt noch eine. Vom Florian folgt, welche Erfahrungen konnten von den schon gebauten Häusern in der Nachbarschaft für dieses Projekt übernommen werden? Schon gebauten Häusern aus der Nachbarschaft meint welche? Meint unsere eigene, also im Schaffhauser Rheinweg, oder meint die konkret die Blockrandbebauung? Die ist nicht neu. Da kommt jetzt vielleicht eine Antwort, sonst kannst du ja vielleicht von Schaffhauser Rheinweg. Also ich glaube, vom Schaffhauser Rheinweg habe ich ja vorhin ein bisschen schon erzählt, oder? Also die beides Holzbauten sind bewusst völlig unterschiedliche Häuser. Nicht nur was die Farbigkeit angeht, auch was die Konstruktion angeht. Der Schaffhauser Rheinweg ist eine selbsttragende Holzkonstruktion in der äußeren Schale. Dort geht ja die öffentliche, also die private, aus der private Außenraum geht dort ganz bewusst einmal komplett um das Haus rum. Hier sind das Lodgen, die ich hineinziehe in den Grundriss. Hier gibt es im Rienring gibt es Holzflächen. Das ist ja gar nicht einfach wegen den Fugen. Die gibt es im Schaffhauser Rheinweg nur in der hinteren Front. Ansonsten sind das sehr stabförmige Elemente außen. Ich würde auch zum Beispiel, ich weiß, dass wir, also, aber dann bin ich wieder bei der Farbe. Es war, auch wenn der Bestand, hat man ja vorhin gesehen, diese Werksgebäude waren, diese alten, ja ganz schönen Holzgebäude, die da im Werkhof standen, war für uns immer klar, dass ein Hofinnenbau kann kein dunkles Haus sein, sondern das, und weil es da lichttechnisch wirklich ein Problem ist. Im Schaffhauser Rheinweg, der sieht zwar dunkel aus von außen, aber von innen hast du die Wohnung ganz hell und guckst ins Hell. Hier aber bist du gegenüber eines Blockrandes. Das heißt, wenn du ein dunkles Haus machst, hat der gegenüber das Dunkel. Kann man also gar nicht machen eigentlich. Oder es ist klar, bei der Dichte und dem neuen Gegenüber musste das hell sein. Ja, er sagt, ja, der Schaffhauser Rheinweg und die alten Wohnanlagen. Vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Sehr gut. Ursula, hast du eine Frage, jetzt wo du dich gerade eingeschaltet hast? Ja, hallo. Vielleicht mehr ein Kommentar. Vielen Dank, Anna, dass du jetzt bei uns bist. Ich habe mich sehr gefreut, dass es noch geklappt hat. Und danke für diesen wirklich wunderbaren Vortrag. Es war für mich jetzt auch ein spezieller Moment, das Haus, das ich aus der Besichtigung kenne, als er es fertiggestellt hat, jetzt auch in diesem eingewachsenen und bewohnten Zustand zu sehen und auch so diese Intimität, diese Außenräume zu spüren. Und ich glaube, das ist ja auch sehr schön zum Vergleich oder zum Schaffhauser Rheinweg, wo es ja um die Sichtachsen geht. Eigentlich fast so jetzt das inverse Projekt dazu, das fast so diesen Zwischenraum gebaut hat von den Schaffhauser Rheinweg. Also es ist, ich finde, das ist hier wirklich exemplarisch dargestellt und du hast es sehr schön erläutert, natürlich auch mit dieser Außengestaltung, wie eben diese innenliegende Höfe, jeder hat so seine eigene Atmosphäre und das trägt ja dann sehr viel bei zu diesem Wohngefühl in diesen Wohnungen. Das, finde ich, kommt sehr schön zum Ausdruck. Und danke, dass wir das so jetzt sehen konnten. Danke, dass ihr euch das angehört habt. Ich habe noch eine Frage am Schluss. Also ja doch, es kommt noch eine andere Frage, da warte ich kurz. Also von Tobias Thiem. Aus welchem Grund gibt es in dem Gebäude keine kleineren Wohnungen? Klammer 1 bis 2 Zimmer, Klammer fertig, obwohl sich der Standort mit der ruhigen und geschützten Lage gut dafür eignen würde. Also
Die kleinsten Wohnungen sind 2,5-Zimmer-Wohnungen, oder? Die sieht man da in so leicht Lachsfarben so auf der rechten Seite. Also Genossenschaftswohnen ist Familienwohnen. Das war von Anfang an klar, dass das eigentlich vor allem für junge Familien ist, nicht irgendwie für, was sage ich jetzt politisch korrekt, für Alleinstehende oder für Einzellebende, oder diese Genossenschaft versucht bewusst das Gemeinsame zu stützen und nicht die einzelne Wohnung. Das ist aber eben das, was ich vorhin sagte, daran hat man, wie soll ich sagen, länger gerungen, was der richtige Spiegel für diese Wohnungen sei. Es ist also kein Programmpunkt von uns, dass wir denken, nö, kleine Wohnungen sollte es nicht geben. Wir wiederum waren froh, denke ich, jetzt habe ich irgendwie meine Maus wieder geschenkt bekommen, das heißt aber, ich kriege sie hier dafür nicht mehr rüber. Wenn man diese lachsfarbene Wohnung ansieht, dafür, dass das ja eine ganz kleine Wohnung ist, gelingt es ja da auch fast drei Himmelsrichtungen zu integrieren, oder? Und das, also bei einer Einzimmerwohnung wäre das dann irgendwann nicht mehr möglich. Auch haben ja alle Wohnungen praktisch ähnlich große Lodgen. Es wäre für uns, glaube ich, nicht so einfach gewesen, da jetzt welche zu machen, noch die mit viel kleineren Lodgen. Also wir waren froh, dass es in der Entwicklung eigentlich so eine Ausgewogenheit halt über das Ganze dann gab. Und jetzt noch eine Frage von Sonja. Erfüllt der Bau die Anforderungen eines Nachhaltigkeitslabels? Wie wurde mit dem Thema der eher großen Fassadenabwicklung umgegangen? Also, das ist selbstverständlich ein nachhaltiges Gebäude. Das ist nach 2000 Watt Gesellschaft gebaut. Wir haben uns sehr gestützt von Seiten der Bauherrschaft sehr früh dafür entschieden, dass das ein Low-Tech-Gebäude ist, mehr als dass es so etwas wie Minergie P oder Minergie P Eco umsetzen würde. Das tut es nicht, aber es agiert natürlich nach Basler Bauvorschriften. Die Fassadenabwicklung ist da nicht in Frage gestellt worden, weil sonst dieses Gebäude quasi nicht belichtbar gewesen wäre, oder? Also ich brauche dieses hohe Maß an Fassadenabwicklung, die aber vollständig gedämmt ist und deswegen auch unproblematisch sein sollte. Sonst kriege ich das Licht ja in dieser zentralen Lage da hinten in dem Hof nicht hin. Es gibt keine Zwangslüftung eben, Gott sei Dank nicht. Es gibt aber eine Lüftung, die unterhalb der Fenster beginnt durchzugehen. Es gibt eine Fußbodenheizung. Das Ganze ist an eine Grundwasserwärmepumpe angeschlossen. Also es gibt so ein Konzept über das Ganze, was so in der ganzen Art auch, wie es bewohnt wird, also eben, dass es keine Tiefgarage gibt, dass alles irgendwie in der Art, wie man da lebt, die 2000 Watt Gesellschaft bezieht ja das alles mit ein. Aber es ist 2013 geplant und entwickelt worden, oder? Das würde man wahrscheinlich schon wieder anders machen. Ja, das ist, ja, aber ich glaube, der Bau tut ja schon sehr, sehr vieles. Themen, die uns heute beschäftigen, auch etwas vorwegnehmen. Darum ist es auch so interessant, unter anderem. Jetzt kommt noch eine Frage vom Thiel S. Vielen Dank für den Vortrag. Gibt es Dinge, die Sie im Rückblick anders lösen würden? Also gibt es immer. Ich kann jetzt aber nicht sagen, jetzt muss ich da mal ins Mock-up. Nein, eigentlich wenig. Es gibt so gewisse Farbmomente vielleicht im Holzboden, die ich etwas dunkler machen würde, aber das ist, das weiß ich gar nicht, Ursula und Annette, wie euch das so geht, wenn ihr Häuser entwirft. Ich persönlich, wenn so ein Haus mal fertig ist, dann hat sich das im ganz guten Sinn verselbstständigt. Und ich stehe eigentlich nicht davor und denke mir, hey, hättest du das doch anders gemacht. So in der privaten Sanierung, da wo du leider die Sockelleiste falsch verlegt hast und selbst im Badezimmer stehst und dir täglich denkst, Mist, das hätte ich anders machen sollen, das ist ein anderes Thema. Aber wenn man jetzt an diesem Haus, und wie gesagt, so in Vorbereitung auf den Vortrag war ich den einen oder anderen Abend oder Nachmittag da auf der Suche noch nach Bildern, das ist so wie... Es gibt doch den Spruch, ein gutes Buch ist besser als sein Autor. Und das ist, finde ich, wichtig. Das ist nicht mehr wirklich das eigene. Also ich zumindest stehe nicht vor Dingen, die wir gemacht haben und denke mir, oh Gott, das ist das eigene. Sondern die haben sich so wie verselbstständigt. Die sind so irgendwie erwachsen geworden. Da steht dann auch Zeug rum, das man selbst da nicht hinstellen würde.
Recyclingabfallbehälter und solche Sachen. Aber das braucht es auch, oder? Sonst kriegt es keine Luft. Also ich finde, inklusive der Fußspuren, die man im Gussasphalt in den, also die Treppenhäuser haben halt jetzt, die kriegen so eine Patina von Benutzung und allem. Das ist gut. Und darum würde ich mir auch nicht anmaßen, jetzt daran was ändern zu wollen. Also. Ja, gibt es noch eine Frage und dann entlassen wir die dann langsam, Anna. Das ist von Thomas Hanselmann. Gab es ein historisches Vorbild für das Projekt? Du hast ja schon einige Referenzen gezeigt mit dieser schönen Skizzensammlung, aber. Also es gibt nicht das eine Projekt. Das ist wie mit dem Ingwer. Es ist nicht so, dass man in Stunde null entwerfend da sitzt und denkt, ich nehme einen Ingwer und ich nehme diese Vorbilder und das wird es, oder? Es ist so ein Vor- und Zurückarbeiten. Man hat Bilder im Kopf. Ich nenne das gerne Referenzraum. Und der ist bestückt, glaube ich, durch sowas wie Ingwer oder einer Wurzel oder Erfahrungen oder Eindrücken vom Ort und eben architektonischen Referenzen. Aber es gibt nicht den einen Bau. Ich glaube, dass das auch noch wichtig ist, vielleicht für die Mentalität, wie wir überhaupt im Büro entwerfen. Wir werden auch oft gefragt, warum unsere Häuser alle so unterschiedlich aussehen. Ich denke, dass das wichtig ist, dass Häuser aus dem Zusammen von Ort und Programm kommen und dann einen Referenzraum haben. Aber sie sind ganz eigenständige Objekte. Oder es ist deswegen ist das Planen ja so anstrengend bei uns. Das ist der eine Prototyp, der aus Programm plus Ort entsteht. Und du wirst ihn nirgends anders hinsetzen können. Oder? Jetzt habe ich noch eine Frage und dann hat es sehr einen schönen Kommentar von Tobias Team, aber den lasse ich den Wald noch bis am Ende. Du hast ja am Anfang gesagt, und ich kann mich ja sehr gut daran erinnern, dass ja vor allem die Nachbarn in den umliegenden Häusern hatten ja sehr Mühe. Wie nehmen Sie das jetzt? Weiß man das? Wie sind die Reaktionen jetzt, wo es da ist? Gibt es jemanden von den Nachbarn, der zuhört? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Also es gibt ein, zwei, mit denen wir mal gesprochen haben. Es gibt ein, zwei, die mal beschlossen haben, sie würden nie mehr überhaupt je mit uns reden. Ich weiß auch von unserem Büropartner. Nein, also. Und es ist ganz komisch, ich habe auch dort. Und andere bei uns im Büro sehen das anders. Aber ich habe das eigentlich auch anfänglich, also abgesehen davon, dass es schwierig war für den, wirklich schwierig, ist ja auch finanziell einfach wirklich eine schwierige Geschichte mit diesen Unterbrüchen. Ich habe das irgendwie auch so ein bisschen verstehen können. Ich glaube, dass Bauen, Veränderung ist wirklich auch eine Bedrohung. Also muss man ja nur gucken, was im Moment in Basel passiert. Das ist ja irrsinnig. Also so eine Veränderung kann ich total verstehen, wenn es nicht so einfach ist. Wenn ich heute an diesen Ort gehe und ich versuche, es objektiv zu beurteilen, dann finde ich tatsächlich, dass der Ort an Mehrwert gewonnen hat, weil er verrückterweise größer geworden ist. Es gibt Räume, die passen jetzt statt, also man hat ja, ich weiß nicht, hatte diesen Werkhof gezeigt. Der Werkhof, der hat auch nicht passen müssen, oder? Der ist ja einfach nur... Wo ist er? Der Werkhof ist ja einfach nur ein Arbeitsraum gewesen. Und ich glaube, der Ort hat gewonnen, weil er benutzt werden kann, weil er an zentraler Lage jetzt benutzt werden kann. Also es würde mich freuen, wenn die ein oder anderen Anwohner aus dem Block ringsherum inzwischen Freude an dem sanften Lichtgrün haben, das vielleicht dann und wann in ihre Häuser fällt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und jetzt der letzte Kommentar von Tobias Thiem noch einmal. Ich finde im Übrigen die Asymmetrie des Gebäudes sehr zielführend und als sinnvolle Verdichtung. Auch die straßenabgewandte Seite der umliegenden Blocks wird nicht unbewohnbar, sondern im Gegenteil. Tatsächlich gefällt mir das Bauwerk wirklich gut. Danke für den Vortrag. Sehr gut, Tobias. Gut. Ich glaube, das war ein schöner Abschluss. Nochmals ganz herzlichen Dank, Anna, für diesen sehr interessanten Vortrag und vor allem für diesen Beitrag für ein wirklich relevantes Bauwerk oder für die heutige Baukultur. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bei dem Bild sehe ich gerade, wir müssen das Bild dringend neu machen. Ich sage aber nicht, warum. Wir machen das Bild jetzt immer so in 3-4 Jahresabschnitten. Ja.
Genau. Gut, danke für die Einladung. Euch einen schönen Abend und hoffentlich auf bald in 1:1. Ja, dir auch. Und wir sehen uns für den nächsten Vortrag mit Nils Buschmann von Robert Neil. Ich freue mich. Also, tschüss. Schönen Abend zusammen. Danke. Ciao.